Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Ja, wir sind unterwegs zu unserem Heimatort. So, trinken gerade mal was. In der letzten Folge haben wir wieder Mist gekauft. Also Dünger. So, dass wir da jetzt dann auch wieder loslegen können. Loslegen und Dinge verkaufen. Dinge anpflanzen. So, Schatzi ist auf dem Weg zur Arbeit. Und ich muss immer noch 5 Eisen liefern. Stimmt, ich wollte ja eigentlich wegen der Höhle geguckt haben. Ich muss. Wegen der Höhle. So. Nehmen wir gerade noch ein Bad. Sicher ist sicher. Den Dünger packe ich vielleicht gerade zu uns in die Kiste. Riecht bestimmt gut, wenn man sowas im Haus hat. Fleisch mit Soße kann ich noch ein bisschen was rüber tun. Zwiebelsamen. Stimmt, ich war dabei, die Sachen rüber zu transportieren. Dünger. Stockstein, Stroh, das kommt alles woanders hin. Das Salz kann ich nochmal. Ne, das kann ich aber auch hier oben in die Kiste. Münzen, die behalten, wa? So, Fleisch mit Soße wollte ich noch 2 zu uns tun. Passt. Passt. Das eine Fleisch können wir gerade braten noch. Ach so, ich brauche Zwiebeln. Zwiebels. Ohne Zwiebeln funktioniert es nicht. So, die Beeren packen wir mal darüber. Vielleicht ist die ja jemand. Hoppala. Da wollte ich hin. Das mache ich jetzt auch mal darüber. Weil. So, ein paar Zwiebeln nehmen wir mal mit. Jawohl, anfangen. Verkaufen kann ich das Kraut jetzt nicht. Weil nur, ob das jetzt halt im Moment gerade einfach nicht geht. Das wieder kommt. Keine Ahnung. So. Dann kann ich aber, das kann ich unterwegs machen, mir einen Hammer und eine Axt craften. Sonst habe ich jetzt alles rausgetan, oder? Achso, ich muss hier noch. War in dem Inventar noch was drin, was ich brauchte? Steinmesser. Einfache Tasche, Schaufel, Steinaxt, Hacke, Trinkschlauch, Eisenbolzen, Feldstiefel und Pelzhaub. Stimmt, wir brauchen auch noch eine Näherei, dass wir unseren Leuten was bieten können, ne? So. Was habe ich hier denn? Pelzhaube kommt rüber. Und die Feldstiefel kommen rüber. Steinmesser, die kann ich eigentlich verkaufen. Die einfache Tasche machen wir rüber. Die Schaufel mache ich gerade mal rüber. Eine der Steinäxte. Ne, die kann ich auch beide behalten. Dann brauchen wir schon keine craften. Die Hacke kommt rüber. Ein Trinkschlauch kommt mal rüber. Die 2 Eisenbolzen. So. Damit hätten wir alles, ne? Federpilz, Salz. Das kann
kann noch in die anderen Gebäude. So, hier kann ich Salz noch mit reinpacken. Die Zwiebeln gerade mal. Brauche ich ja nicht mit mir rumschleppen. So, und das kommt hier. Im Brennholz haben wir noch dort. Sehr gut, Bretter auch. Federn, Pelz, Stein, Stock, Stroh. So, und dann haben wir auch alles. Sehr schön. So, dann bräuchte ich jetzt noch einen Dude, der für uns Holz hackt, ne? Muss ich mal auf Talentsuche gehen. Wer da gut für geeignet ist. Ich muss die Höhle finden. Stock. Sticks. Okay. Achso, ist noch nicht alles hundertprozentig übersetzt. Okay. Ja, das hatten sie auch geschrieben bei dem Update, dass da einige Texte noch nicht also dass einige Texte noch auf Englisch sind. Ist halt EA, also Early Access, darf man nicht vergessen. Da kommt natürlich immer wieder Neues hinzu. Und das hat dann auch mal zur Folge, dass halt die Punkte zurückgesetzt werden. Alles Dinge, die passieren können, passieren werden. Ja, mit dem Johanniskraut. Da bin ich mir gerade noch nicht so ganz sicher. Ob das jetzt immer noch weiter sammle. Vielleicht sammle ich es auch und tue es dann irgendwann einfach. Falls das nicht mehr wiederkommen sollte, dass man es verkaufen kann. Ich weiß noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Was wir damit machen. So, wegen der Höhle wollte ich eigentlich geguckt haben. Da muss ich ja Dinge craften, um was an Geld zu verdienen. Haben wir. Unigos ist da hinten. Aber dir kann ich Messer verkaufen, ne? Messer und eine Axt zum Beispiel. Das geht. So, eine kriegst du. Und zwei Steinmesser. Dass wir ein bisschen Geld verdienen, ne? Fleisch mit Soße kriege ich 11. Das ist natürlich nicht uninteressant. Die Preise sind auch angepasst worden, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Moment, na, wir gehen jetzt. Ich will wegen der Höhle gucken. Ich meine mal, was mitgekriegt zu haben, dass die hier irgendwo in dem Gebiet sein soll. Betonung liegt auf ich meine. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber ich nehme besser mal die Axt in die Hand. Für den Fall der Fälle, dass ein Wolf kommen sollte. Da ist das Kraut, dem ich jetzt aber halt nur semi was anfangen kann. Beeren sammle ich jetzt gerade auch mal nicht.
Und hier ist natürlich gut möglich, dass hier die Mine irgendwo ist. Hier ist schön bergiges Gelände. Hasis. Sah man da springen. Oh, Wildschwein. Ja. Da muss ich eigentlich auch noch zwei jagen. Ist das alleine? Ich hätte speichern sollen, ich Nudel. Ich hätte speichern sollen, das wäre sicherer gewesen, aber okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So. Wo könnte hier eine Höhle oder eine Mine sein? Theoretisch überall. Ich meine, bergig ist es hier schon mal. Oh, das war auch nur ein Stock. Wo sind wir denn unterwegs? Noch ein Wildschwein. Ich wollte speichern, ne? Irgendwas davon hatte ich mal gesagt. So, sicher ist sicher. Sicher ist sicher. So, wir brauchen wieder den Wegerich. Da geiz ich jetzt auch nicht mehr drum. Da nehme ich auch, wenn wir noch 2% sind. Und so lösen wir zumindest schon mal die Aufgabe mit der Jagd. Das ist ja auch mal nicht verkehrt. Das ist ja auch kein Fehler, ne? Auch wenn ich eigentlich auf der Suche nach einer Eisenmine bin. Weiß nur, dass sie hier irgendwo ungefähr sein muss. Oder meine ich zu wissen, sagen wir es mal so. Ich meine es zu wissen. Aber das ungefähr kann halt auch überall sein, ne? Ich meine, ich hätte da gerade was vom Breitwegerich gesehen. Johanniskraut. Ist momentan gerade uninteressant, weil ich es nicht verkaufen kann. Es reduziert Vergiftungen, das ist gut. Ich habe aber nicht vor, mich zu vergiften. Wobei, vielleicht soll ich ein bisschen immer dabei haben. Für den Fall der Fälle. Falls man es doch irgendwie schafft, sich oder mich zu vergiften. Ist vielleicht ein bisschen Johanniskraut in der Tasche gar nicht mal so ein Fehler. So, wo könnte die Höhle sein? Wir sind dort. Ich meine, die wäre irgendwo hier in dem Gebiet gewesen, aber
Betonung liegt auf ich meine. Ich bin mir dessen alles, nur nicht sicher. Kann ich führt da einen Weg hin oder geht die querfeld ein? Also die... Ich habe noch nie eine Mine gesehen, deswegen habe ich auch ehrlich gesagt keine Ahnung, nach was ich jetzt genau suchen muss. Ist das einfach ein Loch im Berg? Oder sehen die irgendwie anders aus? Fragen über Fragen. Wobei sie hat was von einer Höhle gesagt. Also müsste eigentlich eine Höhle sein. Ich habe nur keine Ahnung, wo die sein soll. Weil wer hat natürlich nicht richtig zugehört? Ich habe nicht richtig zugehört. Wobei, ich könnte ja eigentlich im Let's Play mal nachschauen, ne? Sollte ich vielleicht vor der nächsten Aufnahme machen. Falls ich die jetzt nicht in den nächsten Minuten finde. Wäre das vielleicht sogar noch eine Option. Oh, ich muss was essen, sehe ich gerade. Gut, dass wir Fleisch mit Soße dabei haben. Rein von den Bergen her kann das hier ja alles irgendwo sein, ne? Ich habe nur... keine Ahnung, wo genau. Vielleicht bin ich auch schon munter dran vorbeimarschiert und hab's einfach nicht gesehen. Hoppala. So rein vom Prinzip her sehen die Felsformationen ja hier schon passend aus für eine Höhle, ne? Aber... aber... wo bin ich denn hier? Hi Hasi. Na, hier sind wir, glaube ich, nicht richtig. Hier sind wir nicht richtig. Also nicht, sehe ich die vom Weg aus oder muss ich da irgendwo tief in die Berge? Und das ist hier noch die Frage. Johanniskraut, okay. So, hier ist
auch nichts. Was hat uns die gute Albreda gesagt, wo die Höhle sein soll? Ach, das ist ein Hirsch da oben, okay. Tja. Ich habe ganz dumpf das Gefühl, dass wir sie heute nicht finden werden. Da muss ich mich, glaube ich, echt mal schlau machen oder nochmal nachhören, was uns die gute Dame da gesagt hat. Und wo das sein soll. Vielleicht kann ich da einen Anhaltspunkt draus gewinnen. Hier sind wir wieder am Startpunkt, ne? Da unten ist dann Gostovia. Gut, ja, dann mache ich mich mal schlau und dann finden wir hoffentlich in der nächsten Folge die Höhle. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen, auch wenn wir jetzt nur viel rumgesucht haben. Und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.